Es ist wunderschön, dass Sie alle hier sind. Es ist ein erhebender Moment nach dem, was wir im letzten Jahr erleben mussten und was uns jetzt heute hier wieder zusammenführt. Sehr geehrte Frau, Bürgermeisterin, liebe Professorinnen und Professoren, liebe Förderer, liebe Eltern und Gäste, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Livestream, den wir in diesem Jahr auch wieder anbieten, und vor allem lieber Jahrgang 2020. Herzlich willkommen hier in der Leishalle, einem der Musiktempel der Stadt, in dem wir heute sehr gerne ausnahmsweise zu Gast sind. Liebe Frau Fegebank, ich möchte vorneweg einen ganz kleinen Dank an Sie sprechen und die Gelegenheit nutzen, dass Sie bei uns zu Gast sind. Denn wir sind Ihnen und auch der Stadt Hamburg dankbar, dass Sie unserer Hochschule die vollständige Rückkehr in Präsenz in diesem Jahr ermöglicht haben. Sie haben schon im Laufe des Sommers, als alle noch sich fragten, was man eigentlich so machen kann, immer wieder gesagt, wir können auf das Abstandsgebot verzichten. Das konnte man sich damals noch nicht vorstellen, aber das hat jetzt geklappt und alle Hamburger Hochschulen dürfen wieder ohne Abstandsgebot ihre Lehre anbieten. Und das heißt für uns, dass wir sämtliche Lehrveranstaltungen vor Ort durchführen. Und inzwischen gibt es ja auch alle möglichen 2G-Regeln. Deswegen sind auch andere Dinge noch auf dem Campus möglich. Aber für uns als Hochschule ist das eben ein ganz großer Gewinn, dass wir alle wieder beieinander sein können. Und dafür vielleicht einen ganz kleinen und kräftigen, nicht einen kleinen, einen kräftigen Applaus. Das haben wir uns alle und vor allem Sie, lieber Jahrgang 2020, sehnlichst gewünscht. Und umso mehr freuen wir uns, dass Sie und Ihre Eltern und Gäste heute endlich in diesem Jahr, in diesem Saal begrüßen dürfen. Die spontane Absage im letzten Jahr war, wie Sie ja erfahren haben, alternativlos, wie wir damals erkennen mussten, und wird damit sicher als eine Erinnerung an diese unwirkliche Zeit in die Annalen der Hochschule eingehen. Sie haben Geschichte miterlebt, wie der Wilden leider. Sie haben es sich verdient, heute von uns ganz besonders gefeiert zu werden. Hinter uns liegen 1,5 Jahre des Durchhaltens. Aber, und das ist mir fast noch wichtiger, auch eine Zeit des Zusammenhaltens. Die Hochschule, aber auch ihr Jahrgang hat gezeigt, dass physische Distanz mit sozialer Nähe zusammengeht. Wir haben während der Pandemie vieles auf die Beine stellen können, aber wir wollen Ihnen vor allen Dingen ein Ort der Begegnung und des Austausches sein. Vieles von dem, was wir an unserem Arbeitsplatz, an Ihrer Hochschule schätzen, haben wir erst so richtig vermissen gelernt, als es im März 2020 plötzlich nicht mehr da war. Wie schön, dass wir jetzt weiter in Normalität das neue Studienjahr erleben können. Jetzt darf ich Ihnen unser Professorium unter Leitung unserer Präsidentin Katharina Bulewölki vorstellen, das in den letzten 1,5 Jahren mit viel Einsatz, mit viel Flexibilität den Unterricht aufrechterhalten hat, sodass keine einzige Veranstaltung ausfallen musste. Das haben Sie erlebt, das haben diese 20 oder 22 Professorinnen und Professoren möglich gemacht, die jetzt gleich auf die Bühne kommen. Deswegen geben Sie unserem Professorium einen kräftigen Applaus. Bühne frei.
Meine sehr verehrten Damen, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Applaus. Ich darf Ihnen die Fakultät der Bucerius Law School vorstellen. Neben mir steht Professor Christian Bumke. Professor Kai-Michael Hingst. Professor Christopher Bisping. Professor Michael Fehling. Professorin Birgit Weitemeier. Professor Carsten Schmidt. Professor Axel Kämmerer. Professor Florian Faust. Professor Carsten Gede. Professor Christoph Kumpan. Professor Jens Prütting. Professor Hermann Pünder. Professor Hans-Bernd Schäfer. Und Professor Paul Krell. Das ist nicht die ganze Fakultät. Wir haben insgesamt 22 Professorinnen und Professoren, aber in der letzten Woche haben wir auch eine Immatrikulation gefeiert vom Jahrgang 2021. Mein Name ist Katharina Wuhle-Wölke, ich bin die Präsidentin der Bucerius Law School und ich stelle mich jetzt neben Birgit Weitemeier, dann haben wir ein Gruppenbild mit zwei Damen. Das Foto ist gemacht worden? Schon? Nein, noch nicht? Das ist aber schwierig von der. Ja. Ich darf meine Kolleginnen bitten, auf dieser Treppe, in der sie hier hochgekommen sind, wieder runterzugehen. Und ich gehe auf der anderen Seite wieder runter, aber ich möchte gern unseren Vorstandsvorsitzenden der Zeit-Stiftung, Professor Michael Göring, ankündigen. Er wird jetzt die erste Rede halten. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Fegebank, liebe Präsidentin Katharina Wuhle-Wölke, liebe Vierttrimester, sehr geehrte Eltern, Großeltern und Geschwister unserer Vierttrimester, liebe frisch promovierte und habilitierte Law School Absolventinnen und Absolventen, meine Damen und Herren, sehr herzlich begrüße ich Sie, den 21. Jahrgang, 2020 haben wir den 21. Jahrgang eröffnet an unserer Hochschule. Etwas seltsam ist das schon, Sie, liebe Studierende, so feierlich willkommen zu heißen, da Sie doch schon seit einem Jahr bei Bucerius studieren, sich an meine Eingangsvorlesungen zu Stiftungen und Gerd Bucerius schon gar nicht mehr erinnern können und schon vor einem Jahr einmal hier in der Leishalle versammelt waren, nur um dann wenige Minuten später unverrichteter Dinge wieder nach Hause zu gehen. Ich erinnere gut, wie ich vor einem Jahr hier stand und Ihnen sagen musste, wir haben einen Inzidenzfall und jetzt müssen Sie alle nach Hause gehen und die Studierenden, die mit dem Inzidenzfall zusammengekommen waren, müssen sich testen lassen. Das war uns allen schrecklich, ja, peinlich ist nicht das richtige Wort. Es war nicht zu umgehen. Es war, wie Katharina Wuhle-Wölke eben schon sagte, alternativlos. Nun, längst wissen Sie, dass die Bucerius Law School eine Stiftungshochschule ist, die ihr Entstehen der Tatsache verdankt, dass Gerd Bucerius, Bürger, Senator,
Bundestagsabgeordneter und später Ehrenbürger dieser Stadt, Jurist, Verleger und Politiker, die Zeitstiftung gründete, die auch im jetzt 22. Jahr die Bucerius Law School finanziell sichert und trägt. Bucerius wollte, dass sein Erbe dereinst nicht der Erbschaftssteuer anheimfällt, sondern dass mit den Erträgen seines Vermögens langfristig Wissenschaft, Kunst und Kultur und auch das allgemeine Bildungswesen gefördert werden. Dieses Vermächtnis setzt die Zeitstiftung seit dem Tod von Gerd Bucerius 1995 um. Unsere 50-Jahres-Festschrift informiert Sie über einige unserer Vorhaben in diesen vergangenen 50 Jahren. Die Stiftung will aber mehr als nur die Satzungsziele verwirklichen. Sie möchte nah an dem sein, was Gerd Bucerius auch als Mensch ausmachte. Und das ist die Lust an der Diskussion, durchaus auch am Streit. Das Suchen nach dem noch besseren Argument, das Beharren auf Meinungsfreiheit, auf gesellschaftlich verbindlichen Werten, auf Toleranz und Weitsicht. Ich habe Ihnen damals in der Vorlesung von der Kontroverse mit Adenauer erzählt, die der Bundestagsabgeordnete Gerd Bucerius 1962 ausfocht. Was bedeutet dieses Vermächtnis eines zutiefst freiheitsliebenden Menschen für uns heute? Was bedeutet es für Sie, für die Zeit Ihres Studiums bei uns, die Sie vielleicht noch um die Promotion verlängern? Es warten große Aufgaben auf Sie. Die Erfahrungen aus Corona und aus dem Klimawandel zeigen, dass ein schlichtes Weiter wie bisher nicht mehr geht. Sie, Ihre Generation, werden die ökologische Transformation voranbringen müssen. Auf Ihnen ruht die Erwartung, dass Sie in besonderer Weise die durch Populisten gefährdete Demokratie stärken und sich für liberale Werte einsetzen werden. Denn Demokratie und Liberalität sind nicht gesetzt. Es gilt, die soziale Marktwirtschaft zu verteidigen und sie zu einer sozioökologischen Marktwirtschaft auszubauen. Sie werden daran gemessen, ob sie tatsächlich generationengerecht handeln, also die Verantwortung für die Generationen nach ihnen vor Augen haben. Ihr Mut, ihre Haltung, ihre Bereitschaft zu Veränderungen sind entscheidend. Das sind große Ziele. Wir wollen Sie auch damit nicht allein lassen. Das wäre ja noch schöner, wenn wir 60-Jährige sagen würden, macht ihr das mal, wir gehen derweil auf Kreuzfahrtreise. Aber allein von der Lebensstrecke gesehen, die vor Ihnen und hinter uns liegt, werden diese Herausforderungen Sie stärker prägen als meine Generation. Ich denke, dass Sie hier bei Bucerius gut vorbereitet werden auf eine spannende und fordernde berufliche wie gesellschaftliche Tätigkeit, die ja nicht nur mit Recht, sondern mit dem noch höheren Ziel der Gerechtigkeit zu tun hat. Bucerius hat als junger Anwalt bis 1939 jüdische Mitbürger vor Gericht vertreten. Er hat den engen Konnex zwischen Recht und Gerechtigkeit gesehen, hat sich vom Nazi-Totalitarismus angewidert abgewandt und war ein glühender Verfechter der Demokratie, weil nur diese dem Ideal der Gerechtigkeit für alle am nächsten kommt. Als wir uns 1997/98 aufmachten, als wichtigstes Vorhaben der Zeitstiftung die Bucerius Law School zu errichten, wurden wir natürlich mit dem schwierigen, belasteten Begriff der Elite konfrontiert und werden dies seitdem immer mal wieder. Ich bin überzeugt davon, dass der Begriff Elite völlig stimmig ist, wenn damit eine besonders leistungsbereite, besonders talentierte, belastbare und besonders verantwortungsbewusste Gruppe von Menschen gemeint ist, wenn Elite also etwas ist, das sich jeder, der dazugehören will, jeden Tag neu erarbeiten muss. Dass also Elite keineswegs durch Geburt, durch Abstammung, durch Geld oder Besitz bestimmt wird. Auch nicht durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Institution oder Hochschule, sondern allein durch das persönliche Handeln. Auch unser Stifter hat zu dem Begriff Elite immer wieder Stellung genommen
und hat 1985 in der Zeit abschließend dazu geschrieben: Wenn Elite die Versammlung der besonders Begabten und Hochleistenden ist, die gibt es ja wohl, dann kann doch jede Gesellschaft froh sein, sie zu haben. Ich bekenne, dass wir in der Zeitstiftung mit der Bucerius Law School ganz bewusst einen Ort in Deutschland schaffen wollten für begabte junge Menschen, Menschen wie Sie. Aber vergessen Sie dabei nicht, der Begriff Begabung hängt etymologisch von Gabe ab. Und Gabe ist ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes oder der Gene, wenn Sie etwas schneller denken können als andere. Oder wenn Sie schneller Neues aufnehmen können, verstehen und im Gedächtnis leicht speichern können. Hier bei Bucerius studieren zu können, bedeutet niemals Grund zu Überheblichkeit oder zu Arroganz. Begabung ist, ich wiederhole es, ein Geschenk. Wobei man gut daran tut, dieses Geschenk sorgsam zu pflegen, zu trainieren und sich immer wieder zu fragen, wie kann ich meine Talente verantwortungsbewusst auch zum allgemeinen Wohl einsetzen. Ich wünsche Ihnen persönlich viel Glück. Viel Glück und viel Erfolg für Ihre Zeit bei uns. Vergessen Sie nicht, dass diese Hochschule ihre Entstehung dem zivilgesellschaftlichen Engagement eines Stifters und einer Stiftung verdankt, die sich zum Ziel gesetzt hat, to make a difference. Dabei wird sie von vielen Gleichgesinnten unterstützt, wie beispielsweise von der Klausen-Simon-Stiftung, hier vertreten durch Herrn Peter Kleinschmidt, von der Joachim-Herz-Stiftung, hier vertreten durch Dr. Henneke Lüttgerath, und von vielen großen Sozietäten und großen und kleinen Kanzleien, aber auch von Unternehmen wie beispielsweise Siemens, BCG und vielen anderen. Alle sind wir bestrebt, Sie, liebe Bucerius-Studierende, in Ihren prägenden Jahren zu fordern und zu fördern. Da rufe ich Ihnen also zu, Carpe diem, nutzen Sie diesen Tag. Nutzen Sie jeden Tag. Und genießen Sie gerade diesen heute, den wir nach einem Jahr Verschiebung in Hamburgs traditioneller Musikhalle, der Heimat der Hamburger Symphoniker, feiern können. Diese Halle verdankt übrigens ihre Existenz auch einem stifterischen Engagement. Es war die Familie Leis, die 1904 durch eine großzügige Stiftung den Bau dieser Halle ermöglichte. Ich wünsche Ihnen mit Ihren Eltern und Freunden einen besonders schönen Tag, und ich weiß, wenn die Inzidenz es zulässt, werden Sie noch viele schöne Partys auf dieser Hochschule erleben, denn auch da hat sie einen ganz besonderen Ruf. Genießen Sie also diesen Tag und genießen Sie für Ihre Persönlichkeitsbildung wie für Ihr Studienziel weitere gute, gewinnbringende Jahre an unserer Hochschule. Ich freue mich, Ihnen nun als Rednerin die zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg, Katharina Fegebank, ankündigen zu können. Frau Fegebank ist seit 2015 zweite Bürgermeisterin unserer Stadt und zugleich seit 2015 als Senatorin Präses der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung. Katharina Fegebank gehört der Partei Bündnis 90 Die Grünen an. Sie hat Politikwissenschaft, Anglistik und öffentliches Recht in Freiburg studiert und war vor ihrem Fulltime-Einstieg oder besser Overtime-Einstieg in die Landespolitik Mitarbeiterin im Präsidium der Leuphana-Universität in Lüneburg. Liebe Frau Senatorin Fegebank, wir freuen uns auf Ihren Vortrag zu die Rolle der Bucerius Law School in der Hamburger Hochschullandschaft, Leistungen der Wissenschaft während der Corona-Pandemie. Herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ganz fantastisch, hier zu sein, und ich freue mich über die warmen Willkommensworte von Herrn Weizmann und auch von Herrn Professor Göring. Lieber Michael,
Das war fantastisch. Und wie schön es ist, wieder hier zu sein und miteinander zu sein. Ich glaube, man merkt an solchen Tagen auch, was man so schmerzlich vermisst hat, die letzten anderthalb Jahre. Ich danke ganz, ganz herzlich für die Einladung, auch liebe Frau Präsidentin, Frau Böhle-Wölki, meine Damen und Herren und natürlich Sie, liebe Studierenden des Jahrgangs 2020. Wie schön, dass wir unsere Verabredung vom letzten Jahr in diesem Jahr nun auf den Tag genau nachholen können. Mich erreichte die Nachricht, dass die akademische Feier ausfällt, letztes Jahr, als ich auf dem Weg zu Ihnen war. Und umso schöner ist es, dass wir hier heute zusammenkamen. Mir tat das nämlich richtig leid, weil wir ja schon ein paar Monate Corona nach uns hatten, mit vielen Entbehrungen. Und ich dachte, dass gerade dieser Tag, der Aufbruch in etwas Neues, der Beginn des Studiums und dann an der wunderbaren Bucerius Law School, einfach ein Tag ist, der in diesem wunderschönen Ambiente, an diesem tollen Ort, Michael Göring hat eben auch schon etwas zur Elias-Halle gesagt, einfach der perfekte Start ins Studium sein würde. Und dann kam es ganz anders. Ich möchte Ihnen trotzdem noch einmal ganz nachträglich gratulieren für Ihre ausgezeichnete Entscheidung, hier an die Bucerius Law School zu kommen. Auch wenn die ersten Tage als Studierende für Sie längst Geschichte sind. Aber vielleicht können wir noch einmal kurz gemeinsam die Reset-Taste drücken und dann den Weg des letzten Jahres noch einmal gehen. Sie haben sich entschieden für ein Studium, für eine umfangreiche Ausbildung in einer für unsere Gesellschaft besonders wichtige Fachrichtung. Das habe ich in meiner Rolle die letzten anderthalb Jahre eigentlich jede Woche zu spüren bekommen, wenn es hieß, na, wir wissen noch nicht so genau, wie wir mit Blick auf die Abwägung entscheiden, wir müssen noch mal unsere Corona-Juristinnen und Juristen bemühen, die eigentlich fast wichtiger waren, ich will nicht sagen wichtiger als wir, aber die doch uns mit großer Sorgfalt und auch sehr viel Empathie in und für die Sache den Weg durch die letzten anderthalb Jahre gewiesen haben. Ja, doch mit Entscheidungen, die sicherlich an der einen oder anderen Stelle diskussionswürdig gewesen sind, die aber in der Regel vor Gericht Bestand hielten, zumindest hier in Hamburg. Das heißt, dass wir uns wirklich bei jeder Frage der Öffnung oder Schließschritten immer ganz, ganz intensiv ausgetauscht haben und dass natürlich die ganze Rechtsmaterie nicht nur Paragraphen waren, sondern wir immer auch gesellschaftspolitisch überlegt haben, welche Auswirkungen das hat, welche Zumutungen wir auch der Bevölkerung gegenüber erklären müssen und wie dann auch Schritte des Ausweges aussehen. Ich komme dazu gleich noch einmal. Ich wollte nur sagen, dass uns das Thema Recht und Rechtswissenschaft ganz, ganz unmittelbar die letzten Jahre so intensiv und auch so wissend für unser politisches Tun begleitet haben. Deshalb ist das tatsächlich eine Fachrichtung, die, glaube ich, noch mal sehr viel stärker in den öffentlichen Fokus gerückt ist, als es ohnehin schon der Fall gewesen ist. Noch mal zu Ihnen. Sie haben sich in einem sehr anspruchsvollen Auswahlverfahren durchgesetzt für diese ganz besondere Hamburger Hochschule. Das ist eine Rechtshochschule, die es kein zweites Mal gibt in der Bundesrepublik Deutschland. Michael Göring hat eben noch mal die Ursprünge dargestellt und auch die Struktur und den Anspruch. Sie haben sich entschieden für eine der Top-Adressen der juristischen Ausbildung. Zwar ist es noch eine recht junge Hochschule in unserem Hamburger Hochschulverbund, in unserer Hamburger Hochschulfamilie, aber sie hat natürlich Hamburg und auch den Wissenschaftsstandort sehr, sehr nachhaltig geprägt. Sie hat ein ganz gutes Stück daran mitgearbeitet, dass Hamburg eben über die Grenzen der Stadt und des Landes nicht nur den Ruf einer klassischen, einer traditionellen Handels- und Hafenmetropole hat, sondern sich Schritt für Schritt weiterentwickelt zu einer Metropole des Wissens, der Wissenschaft, aber auch der Innovationen. Und da spielt das Zusammenspiel unserer unterschiedlichen Hochschulen, Universitäten
staatliche genauso wie private eine außerordentlich große Rolle. Und dafür bin ich Ihnen, dafür bin ich der Bucerius Law School, allen Mitarbeitenden. Wir haben die Mannschaft eben, die Mannschaftsaufstellung erlebt, kennengelernt. Aber Sie spielen da auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, auch als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Sie haben erlebt jetzt im letzten Jahr, deshalb ist das, wenn ich Reset sage, haben Sie ja schon das Jahr durchlaufen und wissen ja, welche großartigen Angebote neben dem exzellenten Fachstudium die Bucerius Law School Ihnen bietet, nämlich die herausragende Kombination aus einem internationalen, aus einem praxisnahen Studium mit exzellenten Verbindungen ins Ausland, mit engen Beziehungen zu Praxispartnerinnen und Praxispartnern. Gerade das Pflichttrimester im Ausland bietet Ihnen noch mal eine ganz neue Perspektive auch auf das Fach und die internationalen Rankings, die Wissenschaftsrankings, die zeigen, hier ist die Bucerius Law School ganz oben mit dabei. Und das macht uns, das muss ich ganz klar sagen, auch sehr stolz, in der Stadt und auch im Senat eine Hochschule wie die Bucerius Law School hier in Hamburg zu haben. Und das ist eben schon angeklungen in sehr wichtigen und gewichtigen Worten bei Michael Göring. Die Bucerius Law School, die schafft es, Wissenschaftlerinnen zu uns in den Norden zu locken, Themen zu setzen, Diskurse anzuregen, aber eben die Stadt auch als Wissenschaftsstandort zu bereichern und zu einem Ort der wichtigen gesellschaftlichen Debatte zu machen. Sie studieren nicht nur Jura, was ja schon allein mit sehr viel Aufwand, sehr viel Ehrgeiz, sehr viel Durchhaltevermögen verbunden ist. Nein, so wie ich Sie und auch die Studierenden früherer Jahrgänge, aber auch die Lehrenden, die Professorinnen und Professoren immer erlebt habe, in den letzten Jahren gestalten Sie unsere Stadt ganz konkret mit. Und das fängt im ganz Kleinen an mit der Rechtsberatung für Menschen mit kleinem Geldbeutel, bei UNICEF, in Amnesty International, Schülerinnen- und Schülercoaching. Es geht dann zu größeren Projekten und was ich wirklich sehr zu schätzen weiß, das sind die intensiven Debattierrunden mit Politikerinnen, mit Politikern zu gesellschaftlich aktuellen und sehr relevanten Fragen. Die sind geschätzt wie gefürchtet gleichermaßen und waren für mich immer Ausdruck des Engagements, der Fähigkeit von Ihnen, Perspektiven einzunehmen, leidenschaftlich zu streiten, zu diskutieren und wirklich diesen Ort zu einem der spannendsten für gesellschaftliche Debatte in dieser Stadt zu machen. Und ich hoffe, das bewahren Sie. Wirklich nicht nur eine geheime Adresse, sondern wenn es um Debatte, wenn es um Diskurs geht, wenn es um starke, scharfe Argumente geht, dann heißt es immer, einmal beim Debattieren bei der Bucerius Law School dabei zu sein. Das ist sowas wie ein Ritterschlag. Und das zeigt, dass Sie jenseits der unterschiedlichen Fachrichtungen im Bereich der Rechtswissenschaften hier wirklich auch einen Standard gesetzt haben und dass das etwas ist, was weit über die Disziplin hinausgeht. Ich will kurz über die Wissenschaft sprechen, nicht nur, weil sie mir so am Herzen liegt und weil sie meine ganze Leidenschaft entfacht, sondern weil wir, glaube ich, in der Pandemie, eben ist auch der Klimawandel angesprochen, aber wir sind nun mal alle sehr, sehr geprägt die letzten anderthalb Jahre durch die Pandemie, festgestellt haben, dass ohne die Wissenschaft eigentlich gar nichts funktioniert. Sie ist Motor für Innovationen, Triebfeder für Entwicklung und Wissen, unverzichtbarer Rohstoff für eine gute Zukunft. Und das hat uns Corona, das hat uns die letzte Zeit ganz deutlich vor Augen geführt. Wie überträgt sich das Virus? Welche Maßnahmen schützen? Welche Therapien helfen? Welcher Impfstoff bietet zuverlässigen Schutz? All diese Fragen beantwortet die Wissenschaft und kann erstmal nur die Wissenschaft beantworten. Sie bringt Licht ins Dunkel und sie entwickelt auch uns als Gesellschaft weiter und sie fordert uns heraus. Sie bietet Antworten und sie ist immer der Wahrheit verpflichtet. Und nun entwickeln Sie, vielleicht machen Sie das auch noch nebenbei, aber nicht primär, keine neuen Materialien, Werkstoffe oder Technologien, sondern Sie arbeiten mit dem Gesetz. Aber alles, was unsere Gesellschaft bewegt, bewegt eben auch die Rechtswissenschaften. Und die Corona-Pandemie hat auch die Debatte in Ihrer Disziplin mit vielen Fragestellungen mitgeprägt.
Ich habe es eben schon kurz anekdotisch angesprochen, wie Sie eigentlich und Ihre Disziplin bei uns im täglichen Tun und im Alltag aktuell sehr präsent sind und wir uns sehr auch nach juristischen Einschätzungen richten. Und natürlich müssen wir über den massiven Eingriff in unsere Freiheitsrechte diskutieren. Das habe ich auch mit vielen Juristinnen und Juristen in den letzten anderthalb Jahren getan. Und selbstverständlich müssen wir über Themen wie Gewaltenteilung und Kompetenzverteilung debattieren. Und Sie haben sich mit der Rechtswissenschaft ein sehr dynamisches, ein sehr gesellschaftlich hochrelevantes Feld ausgesucht, denn sie beteiligt sich am Diskurs über die gesellschaftlichen Leitideen, etwa in Bezug auf Gerechtigkeit, auch das haben wir eben gehört, Freiheit, Menschenwürde oder Solidarität. Und das lässt sich ganz besonders ablesen an unserem Grundgesetz. Die Änderungen von Bundestag und Bundesrat, die Urteile des Bundesverfassungsgerichts oder die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind auch immer Spiegel der Zeit. Soziale, gesellschaftliche Veränderungen fließen ein. Aus dem im Grundgesetz verbürgten Persönlichkeitsrecht haben die Richterinnen und Richter das Grundrecht beispielsweise auf Datenschutz abgeleitet. Sie haben die veränderten gesellschaftlichen Einstellungen zur Sexualmoral, zum Schwangerschaftsabbruch oder zur Definition von Ehe und Familie einfließen lassen. Und in dem aktuell viel beachteten Klimaurteil vom April hat das Bundesverfassungsgericht den Kampf gegen den Klimawandel mit den Freiheitsrechten künftiger Generationen in Verbindung gebracht, ja geradezu daran gekoppelt, ein ja schon heute als bahnbrechend eingeordnetes Urteil. Dabei konnte, als das Grundgesetz entstanden ist, niemand ahnen, welche Herausforderungen vor uns liegen. Kurzum, es geht in Ihrem Feld auch immer um ganz aktuelle Fragestellungen und dann Ihre zeitgemäßen Deutungen. Das heißt, Sie arbeiten am Puls der Zeit und haben sich damit ein überaus wichtiges Gebiet herausgesucht mit allerhöchster Verantwortung für unser gemeinsames Zusammenleben. Liebe Studierende, ich wünsche Ihnen für Ihr weiteres Studium insbesondere viele spannende Debatten und direkte Austauschmöglichkeiten. Und die sind, das sagte Herr Weizmann einleitend so schön, heute viel besser als noch vor einem Jahr. In der Tat liegen drei fast digitale Semester hinter Ihnen und wir starten jetzt endlich, und das ist auch für mich eine große Freude und eine große Erleichterung, endlich wieder in Präsenzformate. Sie haben in den vergangenen anderthalb Jahren enorme Solidarität gezeigt mit den Älteren, mit den besonders Verwundbaren in unserer Gesellschaft und gleichzeitig eine unglaubliche Geduld und Belastbarkeit. Und dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle persönlich heute von Herzen danken, denn das ist nicht selbstverständlich, dass Sie diesen Weg nicht klaglos, aber doch sehr solidarisch mitgegangen sind. Und das finde ich in einer Zeit, in der wir oft über Spaltungen, über gegenseitige Verunglimpfungen, über Auseinanderziehen im digitalen wie im analogen Raum sind keineswegs selbstverständlich. Und ich freue mich daher mit Ihnen und für Sie, dass Sie nun Applaus nicht mehr spenden mit einem Emoji auf der Kachel, sondern, und das fand ich eben wie Balsam schon beim Applaus für Herrn Weizmann, das Kollegium und auch für Herrn Göring, dass man wirklich wieder miteinander sitzt und auch Emotionen miteinander erlebt, dass Sie studentisches Leben jetzt wieder sehr viel intensiver, vielleicht jetzt auch erstmalig, miteinander erleben können, face to face, endlich wieder diskutieren, streiten, sich gemeinsam über Gesetzestexte beugen und dort das Richtige ableiten, dass Sie in ein richtiges Studentenleben reinkommen, wie es einige sonst nur von früher können. Wir haben ja eben von den legendären Partys gehört. Ich bin ganz optimistisch, dass Sie die auch bald, vielleicht auch jetzt schon wieder feiern können. Übrigens, die Nachricht, die mich besonders positiv gestimmt hat, schon vor einigen Wochen. Wir haben ja regelmäßige Schalten mit den Präsidien aller unserer Hochschulen, der staatlichen, aber die Bucerius Law School ist immer dabei von Anfang an und auch mit den Studierendenvertretungen. Und wir haben dann vor einigen Wochen mal so eine vorsichtige Abfrage gemacht, wie es denn wohl um Impfquoten aussieht, weil das auch wieder datenschutzrechtlich ganz schwierig ist.
dort an alle heranzukommen und da auch eine belastbare und eine zuverlässige Aussage zu bekommen. Und als ich hörte, dass an der Bucerius Law School schon vor einigen Wochen die Impfquote offenbar bei weit über 90% gelegen hat und Herr Göring mir eben zuflüsterte, wir vermuten, sie ist sogar noch höher, da habe ich gesagt, dann kann jetzt eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Sie sind immer meine Referenzhochschule, wenn ich bei Veranstaltungen aktuell bin und sage, also wir haben ein gutes Gefühl und den Eindruck, dass gerade in Hamburg hier die Impfbereitschaft besonders hoch ist und bringe dann die Bucerius Law School als Beispiel, denn wir wissen alle, dass der Impfstoff und das Impfen der absolute Gamechanger ist, um zur Freiheit, zu einer neuen Normalität, aber zu einer Normalität auch zurückzukehren. Übrigens ein weiterer Beleg dafür, dass in der Wissenschaft absolute Höchstleistungen vollzogen werden. Das vergisst man immer, dass das wirklich spektakulär ist. Innerhalb von einem Jahr, auf vielen Vorarbeiten natürlich, aber innerhalb von einem Jahr, 3 bzw. 4 zuverlässige und wirksame Impfstoffe tatsächlich auf den Markt gebracht zu haben und auch schon einen Großteil der Bevölkerung damit versorgt zu haben, das ist wirklich fantastisch. Also nochmal mein hoher und großer Dank an Sie, die Sie auch hier als Lehrende, als Kollegium Unglaubliches geleistet haben, um eine gute Lehre, eine reibungslose Lehre in den letzten 3 Semestern zu ermöglichen. Ich möchte daher auch allen Lehrenden und Mitarbeitenden in der Verwaltung und jeder an seinem Platz ein ganz herzliches Dankeschön auszusprechen, denn es ist Ihnen gelungen, einen Shutdown der Lehre zu vermeiden. Wir hatten einen Lockdown, aber der Betrieb ging weiter und so wie ich das auch gespiegelt bekommen habe, gut weiter, sodass Sie Ihr Studium unter diesen nicht einfachen Bedingungen, aber in guter Qualität, in hervorragender Qualität der Lehre auch bisher absolvieren konnten. Und ein letztes will ich noch erwähnen, Sie haben den Zugang zu digitalen Lernmaterialien nicht nur für die eigenen Studierenden, sondern für alle kostenlos gemacht. Das finde ich eine großartige Haltung, Solidarität und ist einfach großartig. Und mein Dank geht darüber hinaus auch an die großzügigen Stifterinnen und Stifter der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius, zu denen wir eben auch Beeindruckendes gehört haben. Die Bucerius Law School hat inzwischen schon so viele hervorragende Juristinnen und Juristen ausgebildet, eine so stolze Zahl, die natürlich maßgeblich auch auf das große Engagement der Stiftung zurückgeht. Und ich wünsche Ihnen allen nochmal einen schönen gemeinsamen Neustart, jetzt für das verbleibende oder die verbleibenden Trimester, ein fantastisches Studium und dann hoffentlich einen erfolgreichen Abschluss, der Sie dahin führt, wo Sie gerne hinwollen, wo Sie wirken wollen, wo Sie Gesellschaft verändern wollen, wo Sie den Zusammenhalt stärken können. Und ich hoffe, dass Sie jetzt den anstehenden Präsenzbetrieb nutzen können, sich inspirieren lassen, auch gegenseitig vom persönlichen Miteinander. Und ich hoffe, dass auch von Ihnen eines Tages dann die nachfolgenden Generationen auch so profitieren können, dass wir gemeinsam unseren Wissenschaftsstandort hier in Hamburg weiter voranbringen. Einen tollen Tag heute. Lassen Sie sich feiern. Das ist Ihr Tag, wenn auch ein Jahr später. Ist ja eigentlich schön, dass man 2 solcher Tage hat und alles, alles Gute für Sie. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz vielen Dank, liebe Frau Fegebank, für diese freundlichen Worte, für die alles gut. Für die freundlichen Worte und die Anerkennung dessen, was hier in den letzten 12 oder eigentlich den 18 Monaten geleistet wurde. Ich freue mich natürlich sehr, dass wir bei Ihnen auch als Referenz gelten für den Impfstatus. Deswegen will ich das zumindest noch ergänzen mit den ganz aktuellen Zahlen, die mir heute Morgen eine Kollegin gegeben hat. Also im Moment gehen wir davon aus,
dass wir, oder nicht, wir gehen davon aus, sondern im Moment sind es pro Jahrgang 2 bis 3, manchmal auch 4, die sich noch testen lassen müssen. Aber Mitte Oktober gehen wir davon aus, dass in der ganzen Hochschule nur noch 3 Studentinnen und beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, welches Geschlecht die 3 haben, aber noch 3 Ungeimpfte an der Hochschule sind. Also da sind wir bei 600 Studierenden eher so bei 99%. Also da sind wir sehr glücklich. Ja, das haben wir natürlich auch Ihnen allen zu verdanken, dass Sie so brav alle zum Impfen gegangen sind. Und vielleicht auch, weil Sie die politische Debatte auch bei uns auf dem Campus so hervorgehoben haben, da will ich zumindest noch ergänzen, das ist noch etwas anderes, worauf wir sehr stolz sind, dass im neuen Bundestag 3 Absolventen, also ein Absolvent, nein, 2 Absolventen und eine Absolventin der Law School vertreten sind. Natürlich eher in den jüngeren in der jüngeren Alterskategorie, aber Sie werden da sicher auch einiges bewegen, so wie unser Konstantin Kuhle, der schon im letzten Bundestag vertreten war, auch schon im letzten Bundestag ihm gelungen ist. Ja, ich will jetzt gar nicht noch viele weitere Worte verlieren. Nachdem auf die Generalprobe im letzten Jahr kein Auftritt folgte, freue ich mich jetzt besonders, dass Ihnen Jonas Klein, der bei uns an der Hochschule sich ganz vielfältig musikalisch betätigt, aus dem Jahrgang 2018, und seine Schwester Felicitas das Stück In the Style of Albanese von Radion Shedrin aufführen werden. Vielen Dank.
Eine eindrucksvolle Darstellung. Jetzt sind Sie schon weg, aber unser Dank ist groß an die Geschwister Klein, Jonas und Felicitas. Ganz großartig. Lieber Jahrgang 2020, spät kommt sie, aber sie kommt. Wir haben Ihnen versprochen, Ihre Immatrikulationsfeier nachzuholen und heute ist es dann soweit. Genau vor einem Jahr waren wir hier alle bereits versammelt, aber zu unserer großen Enttäuschung musste die akademische Feier innerhalb von 5 Minuten abgesagt werden. Wir haben es jetzt mehrfach gehört, wir haben es ja auch erlebt, wir waren dabei. Der Grund ist ja allen bekannt und jetzt liegt ein ganzes Studienjahr hinter Ihnen, insgesamt 3 Trimester. Das Grundstudium ist zur Hälfte vorbei und Sie gehören nicht mehr zu den Neuen. Diesen Status hat jetzt der Jahrgang 2021 übernommen, den wir vor einer Woche immatrikuliert haben. Wie ist es Ihnen bisher ergangen und was liegt vor Ihnen? Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt? Haben sich die unsrigen erfüllt? Sind Sie ein anderer Jahrgang, weil wir pandemiebedingt auch das Auswahlverfahren zum ersten Mal online haben durchführen müssen und wir sie nicht vor Ort erleben konnten? Und wie ist das erste Jahr gelaufen? Fragen über Fragen. Von unserer Seite kann ich Ihnen versichern, dass Sie ein ganz normaler Jahrgang sind. Engagiert, interessiert, leistungsstark, mutig, fördernd, hilfsbereit, kritisch und aktiv. Sie sind Teil unserer familiären Gemeinschaft geworden, trotz der widrigen Umstände, unter denen Ihr erstes Studienjahr stattgefunden hat. Vorlesungen im kalten, zügigen oder überhitzten Zelt. Vorlesungen mit Maske. Monatelanger Unterricht am Bildschirm von zu Hause, ohne persönlichen Kontakt mit den KommilitonInnen. Beschränkter oder gar kein Zugang zur Bibliothek. Lange Zeit keine Mensa und keine Coffee Lounge. Es war trostlos, auch für die Lehrenden. Und immer wieder die Frage, wann ist dieser Spuk vorbei? Sagt uns doch zumindest, dass in 3 Monaten alles wieder normal ist. Dann können wir uns darauf einrichten. Diese Unsicherheit macht uns mürbe. Wir kennen die Zeit des Beieinanderseins, des Miteinanderdiskutierens, des Feierns nicht mehr und haben sie auf dem Campus kaum erlebt. Ich bin mir all dieser Fragen, Vorwürfe und Zweifel sehr bewusst. Sie hatten einen schwierigen Start, der ein ganzes Jahr gedauert hat. Aber Sie haben Resilienz gezeigt, Verständnis und das Beste daraus gemacht. Sie haben mitgearbeitet und mitgewirkt und gemeinsam haben wir es geschafft. Dennoch müssen wir uns auch jetzt noch verstärkt um Sie kümmern, Ihnen Gelegenheit geben, einander kennenzulernen und Spaß zu haben und Ihre persönlichen Sorgen anzuhören und zu helfen. Und die Türen der Hochschulleitung stehen immer offen. Seit dem Sommer hat sich endlich auch die Politik daran erinnert, dass die Ausbildung an den Universitäten und Hochschulen für die Zukunft unseres Landes von großer Wichtigkeit ist und dass unsere Einrichtungen nicht einfach geschlossen werden können. Alles ginge doch online weiter. Nein, das tut es nicht. Darüber haben wir viel miteinander diskutiert. Jetzt können wir wieder in Präsenz unterrichten, das Abstandsgebot ist gefallen und soll nur dort eingehalten werden, wo es räumlich auch möglich ist, so die Hamburger Eindämmungsverordnung. Das ist die Rechtsgrundlage, nach der wir uns richten müssen und wir sind seit 1,5 Jahren jede zweite Woche gespannt, was uns die nächste Fassung bringt. Ein paar Einschränkungen gelten noch, die 3G müssen kontrolliert werden. Aber wir wissen, und das wurde eben ja gesagt, dass unsere Impfquote sehr, sehr hoch liegt. Und ich wage die Behauptung, wahrscheinlich an den Hamburger Hochschulen am höchsten. Soeben meinte ich, dass Sie ein ganz normaler Jahrgang sind. Das stimmt nicht. Sie sind ein besonderer Jahrgang, weil Sie unseren Kernwerten Mut, Gemeinschaft sind und Exzellenz unter den besonders schwierigen Umständen Inhalt und Sinn gegeben haben. Das macht Sie stark, das schweißt zusammen. Sie sind gewappnet und werden Hindernisse und Schwierigkeiten mit Selbstvertrauen und Zuversicht überwinden. Lieber Jahrgang 2020,
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und viel Spaß im Studium. Beleben Sie den Campus und bringen Sie sich in unsere Gemeinschaft ein. Wir freuen uns darauf. Vielen Dank. So, jetzt kommt der Moment, auf den Sie ein Jahr lang warten mussten. Ich freue mich, dass ich jetzt immer drei von Ihnen auf die Bühne bitten darf, die sich dann dort in unser Immatrikulationsbuch oder in die drei Bücher einschreiben und danach kurz innehalten, lächeln, denn die Fotografen sollen das dokumentieren. An diesen Moment werden sie sich wahrscheinlich ihr ganzes Studium oder ihr ganzes Leben erinnern, hoffen wir. Ich rufe als Erste auf drei Damen, Frau Martha Amedow, Frau Alicia Albrecht und Frau Annika Absel. Sehr gut. Als Nächste kommen Frau Lilly Armbrust, Frau Celine Arnold und Herr Ramon Asli. Als Nächstes kommen Herr David Bahr, Frau Rosalie Bamberg und Frau Johanna Becker. Es folgt Frau Salome Bendrick, Herr Moritz Benzinger und Herr Julian Blöchle. Frau Paula Bluck, Annika Bommes und Frau Maria Brandt. Es folgen Herr Philipp Braun, Herr Elias Bricki und Herr Bruno Brugger. Nun sehen Sie Frau Nairi Buchholz-Pisabarro,
Herr Emanuel Buhl und Frau Tamina Buhl. Dann folgen Frau Elena Capellari, Herr Lars Decker und Frau Pola Deus. Ich denke, da haben wir auch jemand aus dem Süden des Landes. Nun folgen Herr Max Eichholz, Herr Louis Engel und Herr Tsai Kai Fabian. Nun folgen Frau Paula Feuser, Herr Alexander Franz und Herr Frederik Furtmeier. Jetzt sehen Sie Herrn Philipp Geisel, Herrn Louis Gerkensmeier und Herrn Johannes Gillhoff. Es folgt Herr Maximilian Globisch, Frau Nathalie Golk und Frau Lise Gregersen. Jetzt sehen Sie Herrn Christopher Maximilian Groß, Herrn Edgar Großwege und Frau Leonie Grufke. Nun sehen Sie Herrn Henning Grün, Herrn Jan Heckenkamp und Frau Elisa Hohaus. Nun folgt Frau Alexandra Theresa Hufnagel, Herr Konrad Hünnekens und Frau Malu Janssen. Es folgt Herr Marvin Johnson, Frau Franziska Jumperz und Herr Marvin Kalmbach. Jetzt folgt Herr Matteo Keil, Herr Jakob Kellermann und Frau Caroline Kirchgesser. Jetzt folgt Frau Luca Alisa Kleberg, Frau Bettine Kloser und Herr Julius Klose.
Jetzt folgt Herr Jonathan Koch, Frau Antonia Köntje und Herr Theo Kress. Folgt Herr Leon Kubel, Frau Leonie Celestine Kühl und Herr Daniel Jeremias Lang. Jetzt sehen Sie Frau Eva Lehmler, Herrn Ferdinand Liersch und Herrn Daniel Lisunkin. Es folgt Frau Laura Löst, Frau Maria Löwen und Herr Veit Lukosch. Jetzt kommt Frau Johanna Malawé, Herr Maximilian Melle und Frau Annabel Metzger. Sehen Sie Frau Levke Mikuteit, Herr Karim Nassar und Herrn Jorik Ost. Nun folgt Frau Kim Ottiliege, Herr Maximilian Pallas und Herr Leonard Pauli. Jetzt folgt Frau Valentina Pires de Miranda, Herr Tim Pöppel und Frau Sunna Ratzmann. Es folgen Frau Marie Reichert, Herr Philipp Remy und Herr Henry Renner. Es folgt Herr Philipp Georg Riem, Herr Noah Rockweiler und Herr Noah Rottenecker. Es folgt Herr Christoph Ruhol, Herr Navid Satorov und Frau Emma Schimmel. Herr Benjamin Schmidt-Troschke, Frau Santa Katharina Schneider, Frau Sandra Karina Schneider, entschuldigen Sie, und Frau Franziska Schöche.
Jetzt sehen Sie Frau Antonia Schumann, Herr Sebastian Schwarze und Herr Julius Seifert. Es folgt Frau Katharina Siebert, Frau Teda Siegmund und Herr Jakob Sochor. Schon langsam auf der Zielgeraden. Jetzt kommt Herr Louis Strelow, Frau Zoe Strössner und Herr Jakob Thiele. Jetzt Frau Jana Tolksdorf, Frau Lou Töllner und Frau Teske Völge. Jetzt folgt Herr Karl von Finkenstein, Herr Laurenz Weber und Frau Freue Isabella Weinberger. Folgt Herr Jannik Werle, Frau Johanna Westermann und Frau Viktoria Wicker. Und zum Schluss sehen Sie noch zwei Zweierpacks. Erst Frau Ellen Widderich und Herr Hannes Willenbrock. Und jetzt den Abschluss machen Herr Alexander Villers und Frau Kathleen Florentin Wölke. Ja, vielen Dank. Somit ist der Jahrgang 2020 vollständig eingeschrieben, was er eigentlich schon seit einem Jahr ist, aber das haben wir jetzt würdig nachgeholt. Ja, unsere Hochschule wurde vor mehr als 20 Jahren mit dem Anspruch gegründet, eine Hochschule mit Vorbildcharakter zu sein, an der engagierte Lehre die gleiche Wertschätzung erfährt wie die Forschung. Im Hochschulalltag spielen deswegen unsere Studierenden eine Hauptrolle. Deshalb sitzen wir als Hochschulleitung jeden Dienstag mit der Studierendenvertretung zusammen und diskutieren, was gerade ansteht. In der Pandemie natürlich besonders viel. Ich freue mich jetzt auf den von mir sehr geschätzten Valentin Tribula, der inzwischen als Absolvent der Hochschule beim Startup Trade Republic in Frankfurt arbeitet. Als unser Generalsekretär im letzten Jahr leitete er die Studierendenvertretung durch eine der schwierigsten Phasen wahrscheinlich im Bestehen der Hochschule. Zusammen mit Ihrem Jahrgangsvertreter, lieber Jahrgang 2020, Philipp Braun, der in diesen zurückliegenden Monaten für uns ein nicht weniger wichtiger Ansprechpartner war, wird er sich nun mit einigen Worten an Sie wenden.
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, und ehrlich gesagt, ich habe schon lange überlegt, was sage ich jetzt eigentlich, lieber Jahrgang? Das klingt, als wäre ich irgendwie außenstehend. Deswegen fühlt euch auch davon herzlich gegrüßt. Natürlich, liebe Frau Fegebank, ist sie noch da? Nicht? Ich grüße Sie trotzdem gerne. Liebe Angehörige, liebe Freundinnen und Freunde, natürlich sehr geehrte Hochschulleitung, sehr geehrte Damen und Herren. Wissen Sie, wisst ihr, welches Datum wir heute haben? Ja, wahrscheinlich wissen Sie es, es steht auf Ihren Programmheften. Es ist ein ganz besonderes. Der 1. Oktober ist das, was mein Geschichtslehrer mal Weihnachten und Geburtstag zusammen für die Allgemeinbildung nannte. Es ist ein geschichtsträchtiger Tag. Es ist ein großer Tag, ja leider des Faschismus. Am 1. Oktober 1936 wird Francisco Franco noch während des Spanischen Bürgerkriegs im bereits beherrschten Territorium zum Regierungschef Spaniens ausgerufen. Auf den Tag genau 2 Jahre später marschiert die Wehrmacht gemäß dem Münchner Abkommen ins Sudetenland ein und besetzt es. Es ist aber auch ein Tag der Demokratie, der Menschenrechte und des Rechtsstaats. Am 1. Oktober 1946 enden die Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher mit der Urteilsverkündung. Am 1. Oktober 1962 schreibt sich James Howard Meredith als erster afroamerikanischer Student unter dem Schutz von Federal Marshals an der Universität von Mississippi ein. Exakt 2 Jahre später wird an der Universität von Kalifornien in Berkeley das Free Speech Movement gegründet. Es ist ein Tag großer Politik, so proklamiert Mao Zedong am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China, bevor 33 Jahre später, auf den Tag genau, am 1. Oktober 1982 Helmut Kohl Helmut Schmidt als Bundeskanzler ablöst. Und es ist ein Tag der Ehe, als am 1. Oktober 1874 die obligatorische Zivilehe eingeführt wird und knapp 1,5 Jahrhunderte später am 1. Oktober 2017 die Ehe für alle möglich wird. An diesem historisch durchaus bedeutsamen Tag, am 1. Oktober 2021, starten wir unseren 2. Anlauf, unsere Ankunft an der Hochschule, unseren neuen Lebensabschnitt, unsere Lust am Lernen und auch unsere Zuversicht, hier unsere Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, würdig zu feiern. Ja, es erscheint fast lächerlich, in dieser Aufzählung wichtiger geschichtlicher Ereignisse nun irgendwie versuchen zu wollen, unsere akademische Feier einzureihen. Ja, auch nur im gleichen Satz, Absatz, in der gleichen Rede zu erwähnen. Nicht nur, dass sie in die Geschichtsbücher, das gebe ich auch bescheiden, wie ich bin, gerne zu, wohl kaum Einzug finden wird, sondern sie ist jetzt, unsere Ankunft hier ist auch schon 1 Jahr, eine Immatrikulationsfeier, eine versuchte, 3 Trimester und 13 Klausuren her. Was wollen wir eigentlich heute noch feiern? Unseren Studienbeginn? Ich habe es gesagt, das hat etwas Ironisches, nachdem der neue Jahrgang bereits vor uns selbigen gefeiert hat und nachdem einige wenige uns auch schon wieder verlassen haben. Unsere Studienleistungen vielleicht. Nun, vor einer Woche, da hätten die Chancen gut gestanden, da wären sie hoch gewesen, dass ich Ihnen diese Frage mit Ja beantwortet hätte, aber dann hat das Studierendensekretariat meine Strafrechtsnote freigegeben. Lassen Sie uns nicht die Studienleistungen feiern. Dann, wie wäre es einfach mit uns selbst? Das wäre sicherlich eine sehr selbstsichere Form von Gemeinschaftssinn, für die die Law School ja steht und auch stehen soll. Aber das letzte Mal, als wir das gemacht haben, das war im Propedeutikum und wir haben das Überstehen des Auswahlverfahrens gefeiert, da erreichten uns am nächsten Tag einige recht unbegeisterte Mails darüber, wie wir den Campus hinterlassen hatten. Auch das ist also keine gute Idee. Was also dann heute feiern? Wenn es das Große, der Studienbeginn, die Leistung, uns als Jahrgang nicht sein kann, ja? Was bleibt dann? Das Kleine, was wir binnen dieses Jahres erlebt haben. Dass wir nicht nur an ein altes botanisches Staatsinstitut, unser Gebäude, gekommen sind, sondern an ein quicklebendiges Haus, voller hilfsbereiter, engagierter Menschen. Erneut, ich meine damit keine großen Lebensretter, sondern die vielen, die schnell mal ein Ladekabel oder ein Gesetzesbuch ausleihen, die bei spontaner Überforderung und mentalen Krisen einfach zur Seite stehen oder den Tag durch ein Lächeln und durch einen Kaffee am Morgen retten. Dass uns jetzt zwar nicht, wie böse Zungen es meinen, gegen Geld alles auf dem Silbertablett serviert wird. Das wäre schön, aber das ist es nicht, im Gegenteil. Aber dass wir Teil einer Hochschule sein dürfen, die uns bei allen Gelegenheiten unterstützt und uns nie alleine lässt. Sei es, wenn wir scheu mal wieder für eine Veranstaltung die Hochschulleitung nach einem Budget fragen,
dass dann nicht so ein 50-seitiges Antragsformular zurückkommt, in dem wir um eine Audienz bitten dürfen, bei der dann vielleicht und unter Umständen darüber entschieden wird, sondern eine Ein-Wort-E-Mail von Herrn Weizmann. Einverstanden. Sei es, dass nach unserer ersten akademischen Feier Herr Landgräbe persönlich bereitstand und uns getestet hat. Oder sei es, dass wir mit jedem Anliegen stets durch jede Tür der Verwaltung können. Und feiern wir nicht, dass wir hier sind, sondern dass wir hier sein dürfen. Unser gesamter Jahrgang weiß, was das für ein Kraftakt war, diese erneute Organisation dieser wunderbaren Feier zum dritten Mal. Gerade hier in der Leishalle, insbesondere für Frau Algermissen und für ihre Helferinnen und Helfer. Und nur um das mal zu verdeutlichen, noch heute Morgen, eine geschlagene Stunde vor dem Einlassprozedere, hat sie einen Anruf bekommen. Am anderen Ende der Leitung war ich. Es war ein Panikanruf. Frau Algermissen, eine Studierende, eine Kommilitonin, ist gar nicht angemeldet. Und wir haben auch noch Verwandte. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, ich hätte es sicherlich nicht geschafft, hat sie es auch hinbekommen, das alles nochmal neu zu organisieren. Und alle dürfen da sein. Und das ist, Ihnen gebührt wirklich großer Dank. Und ich finde, das ist auch ein Applaus wert. Wir wissen aber natürlich auch, wie viel Herzblut die Hochschulleitung jeden Tag ins große Ganze steckt. Die Lehrenden in das Recht und die Forschung und alle hier, alle in uns als Studierende. Wir wissen, was für ein Privileg es ist, im Geiste unseres Namensgebers, finanziert durch die Zeitstiftung und von vielen freundlichen Förderern hier studieren zu dürfen. Dafür sind wir Ihnen allen enorm dankbar. Ich sage das jetzt nicht, um hier vor Zeugen einzuschleimen, sondern weil wir es ehrlich so meinen. Nun, es vermag alles zugegebenermaßen wenig daran zu ändern, dass unsere akademische Feier nicht in die Geschichtsbücher des 1. Oktobers eingehen wird. Und dennoch freue ich mich stellvertretend für meinen Jahrgang mit Ihnen und euch feiern zu dürfen, dass uns 115 hier jeden Tag aufs Neue die besten Voraussetzungen geschaffen werden und alles Notwendige mitgegeben wird, damit wir selber einmal eines Tages vielleicht etwas von der historischen Bedeutung eines 1. Oktobers schaffen können. Vielen Dank. Lieber Jahrgang 2020, Philipp hat die Vergangenheit für uns eingeordnet, hat an die Gegenwart angeknüpft. Ich möchte mit euch über die Zukunft sprechen. 1354 Tage. Das ist die Zeit zwischen heute und dem Tag, an dem die meisten von euch ihr erstes Staatsexamen schreiben werden. Warum erzähle ich euch das? Das ist ziemlich viel Zeit. Die meisten von euch werden zumindest 5 Jahre an der Law School verbringen, viele vermutlich länger. Wir sprechen also von keiner Kleinigkeit, sondern von 8, 9, 10% eurer gesamten Lebenszeit. Diese Feststellung ist wichtig. Wie wir unsere Zeit verwenden, bestimmt, wer wir sind und wer wir sein wollen. Die persönlichen Entscheidungen, die ihr während der Zeit an der Law School trefft, legen also einen Grundstein für eure Zukunft. Entscheidungen sind dabei doppelt bedeutsam. Sie treffen eine Aussage darüber, wofür ihr eure Zeit jetzt einsetzt und bestimmen dadurch euren künftigen Weg maßgeblich mit. In anderen Worten, Entscheidungen, die großen und die kleinen, sind auch immer eine Aussage darüber, wie ihr eure Zeit heute und in Zukunft verwenden möchtet. Nun tut sich an diesem Punkt ein praktisches Problem auf, das ich bei vielen LawschoolerInnen, übrigens auch bei mir selbst, über die Jahre hinweg beobachten konnte. Viele von uns wissen gar nicht genau, wie sie ihre Zeit verwenden möchten. Wir haben es also mit einer Orientierungsfrage zu tun.
Wir stehen vor einem Meer an Angeboten und Optionen. Engagiere ich mich in der einen oder der anderen Hochschulgruppe? Wähle ich diesen oder jenen Schwerpunkt? Wie viel Zeit verwende ich auf mein Studium und wie viel nicht? Lieber Jahrgang 2020, ich möchte drei Gedanken mit euch teilen. Für persönliche Entscheidungen an der Law School und darüber hinaus. Erstens, wir können meistens über unsere Zeit entscheiden. Das ist nicht selbstverständlich. Das gibt uns Möglichkeiten, die wir haben, weil wir an einem bestimmten Ort in Hamburg, in München oder in Berlin geboren wurden, weil wir in einem bestimmten sozialen Umfeld aufgewachsen sind. Andere Menschen haben diese Möglichkeiten nicht. Der Grund für unser Privileg ist simpel. Wir wurden zufällig in unsere Lebensrealität geboren. Deshalb haben wir die Freiheit, frei entscheiden zu können. Das können wir bewusst oder unbewusst machen. Lieber Jahrgang 2020, ich wünsche euch, dass ihr eure Zeit bewusst nutzt. Zweitens, die Frage ist, welche der Alternativen gefällt mir am besten, lässt mein Herz höher schlagen und wofür kann ich mich ganz intuitiv begeistern? Lasst uns Entscheidungen treffen, die uns auf ganz persönlicher, individueller Ebene Freude bereiten. Wenn wir Dinge tun, die uns im Kern nicht zusagen, werden wir langfristig nicht glücklich und aus meiner Sicht auch nicht gut darin. Drittens, die Freiheit, über unsere Zeit entscheiden zu können, sollte uns Selbstvertrauen geben. Wir brauchen aber auch Mut, um sie zu realisieren. Mutig ist für mich, sich in seinen persönlichen Entscheidungen nicht beirren, nicht beschränken zu lassen von dem, was das Umfeld tut oder auch nicht tut. Eine Aussage, wie man sie so oder so ähnlich sicherlich auch bei Gerd Bucerius wiedergefunden hätte. Mutig ist, sich unabhängig zu entscheiden. Mutig ist, selbstbestimmt zu handeln. Wenn wir mutig sind, können wir kontinuierlich unsere Lebensrealitäten an unsere Erfahrungen und Erkenntnisse, unsere Wünsche und Bedürfnisse, an unsere Interessen und Leidenschaften anpassen. Dabei kann es auch gerade mutig sein, zu erkennen, wenn man sich selbst oder sich die eigenen Umstände verändert haben und sich umzuentscheiden. Manchmal verhalten wir uns, als gäbe es einen Anspruch auf Widerspruchsfreiheit. Die Wahrheit ist, den gibt es nicht. Wir und unsere Umstände verändern uns stetig. Wir werden uns aber nur selbst gerecht, wenn wir Veränderung erkennen und unsere persönlichen Entscheidungen mutig an ihr ausrichten. Ein Beispiel aus meinem Leben. Vor 5 Jahren habe ich mich bewusst dafür entschieden, an der Law School zu studieren. Vor 1 Jahr habe ich mir die Frage gestellt, ob ich weiterhin an der Law School studieren möchte. Eine unheimlich schwere Frage. Zum einen, weil eine starke Gemeinschaft, wie ihr sie bereits seid und noch viel mehr sein werdet in Zukunft, eine Gemeinschaft, die in eine gemeinsame Richtung läuft, zum Beispiel in Richtung Staatsexamen, dem Einzelnen eine Kehrtwende nicht gerade leicht macht. Zum anderen aber auch, weil ich über die Jahre hinweg so viel Mühe, Zeit und Leidenschaft in diese Hochschule investiert habe. Trotzdem habe ich die Entscheidung getroffen und die Hochschule zu Beginn des Jahres verlassen. Ich betrachte diese Entscheidung inzwischen als richtig. Ich habe das Gefühl, dass ich mich bewusst dafür entschieden habe, wie ich meine Zeit verbringen möchte. Lieber Jahrgang 2020, liebe Eltern des Jahrgangs 2020, das hier soll kein Plädoyer dafür sein, die Law School vorzeitig zu verlassen. Im Gegenteil. Ich kann voller Überzeugung sagen, dass mein Studium an der Law School eine fantastische Entscheidung war. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure künftigen Entscheidungen bewusst, leidenschaftlich und mutig trefft. Dabei wünsche ich euch von Herzen alles Gute.
Ich will zumindest noch Danke sagen. Sie sind inzwischen in der Start-up-Welt. Da trägt man eigentlich keine Krawatte, aber eine Vucerius-Krawatte für den Börsengang von Trade Republic können Sie dann vielleicht gebrauchen. Danke. Ganz vielen Dank. Und ich habe natürlich auch noch eine zweite Krawatte. Herr Braun, ich kann Ihnen die auch später geben, wobei es mir ein bisschen leid tut. Also einerseits haben Sie die sehr verdient, weil Sie haben so Wunderschönes über die Law School gesagt und eine solche Liebeserklärung an die ganze Institution ausgebracht, dass wir Ihnen dafür sehr danken, dass Sie sie sehr verdient haben. Aber ich finde auch, Ihre ist ein Prachtexemplar, das Sie nicht vernachlässigen sollten. Und außerdem möchte ich noch sagen, dass ich von Ihrem Vortrag sehr gerührt bin und so wie wahrscheinlich viele hier im Saal auch gerührt sind, denn Sie haben uns als ganzer Jahrgang schon mal ein solches Kompliment kurz vor Weihnachten gemacht. Das war ein Video, in dem Sie Danke gesagt haben für das, was die vielen Personen an der Law School auf die Beine gestellt haben. Und gleichzeitig will ich aber auch Ihnen Danke sagen, denn ich glaube, der Jahrgang wird es bestätigen, es gibt bei Ihnen keinen, der so viel sich einbringt, der als Jahrgangsvertreter immer zur Verfügung steht, der den Gottesdienst organisiert, der für jeden Jahrgang am Grill steht und auch sonst für jede Kleinigkeit, wie wir gerade gehört haben, Ansprechpartner ist. Ganz, ganz vielen Dank. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass Sie im Sinne der guten Sache, aber dennoch die Nerven von Frau Algermissen sehr auf die Probe gestellt haben mit diesem Anruf vor einer Stunde. Ja, nun folgt ein weiteres musikalisches Highlight. Unsere legendäre Big Band unter Leitung von Edgar Herzog konnte während der Pandemie auch nur sehr selten und häufig nur virtuell auftreten. Deswegen freuen wir uns besonders auf die Rückkehr der Band mit den Jazzklassikern Blue Skies von Irving Berlin und anschließend The Queen Bee von Sammy Nestico. Ein ordentlicher Applaus. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ihre Bucerius Big Band. Mein Name ist Edgar Herzog. Ich habe die Freude, mit diesen jungen Menschen hier Musik machen zu können. Sie sind der erste Jahrgang, den wir ein Jahr später begrüßen. Herzlich willkommen von unserer Seite. Wir werden Sie während Ihres Studiums begleiten, musikalisch. Und Sie wissen es natürlich, aber musizierende Juristen werden die besseren Juristen. Und Applaus, ich danke Ihnen. Wir sind froh, nach anderthalb Jahren endlich, das ist unser erstes Konzert, wieder live spielen zu können. Das ausgerechnet hier in der Leisthalle, einen schöneren Ort, können wir uns gerade gar nicht vorstellen. Klasse. Jo, packen Sie Ihre Instrumente aus dem Schrank, melden Sie sich bei uns, es gibt noch freie Plätze. Viel Spaß, wir haben unser Programm umgestellt. In der ersten Hälfte des Programms werden wir Queen Bee spielen und das zweite Stück wird Rebecca Cornett singen. Viel Spaß.
smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song. Nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Ein großes Dankeschön an Sie, die liebe Big Band. Es ist wunderbar, Sie wieder live zu sehen und live zu erleben. Wir haben Sie wahnsinnig vermisst. Großartig. Ganz herzlichen Dank. Ich darf meinen geschätzten Kollegen Christian Bumke auf die Bühne bitten, denn es steht an, die Ehrung der Promovierten des Jahres 2020 und 2021. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Promovierte, lieber Jahrgang 2020. Ich stehe nicht gerne in der Öffentlichkeit, das ist für einen Professor wahrscheinlich eher ein Handicap, aber es ist trotzdem toll, heute hier stehen zu dürfen, denn es bedeutet, dass wir mit Ihnen feiern können, dass Sie sich feiern lassen können, dass jedenfalls ein Moment ein bisschen Normalität einkehrt und ja, Sie einfach wahrnehmen können, dass Sie an einer Hochschule angekommen sind, wo Sie gemeinsam miteinander und mit den Lehrenden und gemeinsam eben ein Studium beginnen und nicht nur eine Kachel anschauen, mal nur mit Namen, mal mit Gesicht. Das finde ich wirklich toll und ja, freue ich mich sehr, dass ich jetzt hier stehen darf. Jetzt geht es aber im Weiteren nicht um Sie, sondern um die Promovierten. Also um jene, die das erste Examen und viele davon auch das zweite Staatsexamen absolviert haben, dann noch ein Studium, nämlich ein Promotionsstudium absolviert haben und dann am Ende eine Promotion geschrieben haben. Und das gilt es zu feiern, auch zu ehren. Und ich finde es sehr schön, dass wir vor ein paar Jahren uns entschieden haben, eben diese beiden Ehrungen oder diese beiden Festlichkeiten miteinander zu kombinieren. Und
damit wir sozusagen zu dieses andere Thema hineinkommen, möchte ich Sie so ein bisschen einstimmen mit ein paar Gedanken. Und ich möchte mich der Rechtswissenschaft zuwenden und auf eines ihrer elementaren Probleme zu sprechen kommen. Es besteht in dem eingeschränkten Vermögen, wahre Sätze über das Recht von falschen unterscheiden zu können. Wissenschaft wird gemeinhin gleichgesetzt mit der Erzeugung wahren Wissens über die natürlichen Dinge und Geschehnisse, den Menschen und seinem gesellschaftlichen Dasein. Was aber soll eine Disziplin wie die Rechtswissenschaft machen, die es immer wieder und vielleicht sogar meist mit Phänomenen zu tun hat, die sich einer eindeutigen Unterscheidung in richtig oder falsch entziehen? Ein erfolgversprechender Weg ist es, das Wahrheitsstreben zu demaskieren, zu zeigen, dass es Wahrheit und Objektivität nicht wirklich gibt, sondern dass es sich dabei um ein bloßes Menschenwerk handelt. Wir sind es, die bestimmen, was Wahrheit und Objektivität sind. Doch in Zeiten eines wachsenden Irrationalismus ist dieser Weg mit katastrophalen Folgen verbunden. Denn in der außerwissenschaftlichen Welt führt dies dazu, dass kein Unterschied mehr gesehen wird zwischen einer wissenschaftlichen Hypothese wie der Evolutionstheorie und einer schlichten Behauptung wie etwa der, dass die Welt und die Menschen vor gut 6000 Jahren erschaffen wurden. Wir müssen deshalb auf den Wert wissenschaftlichen Wissens bestehen. Hans Kelsen, der wohl bedeutendste Rechtswissenschaftler des 20. Jahrhunderts, schrieb 1934 in einer noch viel dunkleren Zeit folgende Worte, ich zitiere, so geschieht es in der Hoffnung, dass die Zahl derer, die den Geist höher schätzen als die Macht, größer ist, als es heute scheinen möchte. Geschieht es vor allem in dem Wunsche, dass eine jüngere Generation in dem wilden Lärm unserer Tage nicht ganz ohne den Glauben an eine freie Wissenschaft bleibe. Halten wir fest, ohne wissenschaftliches Denken, Arbeiten und dem dadurch erzeugten Wissen ist kein vernunftsgeleitetes Zusammenleben möglich. Ist der erste Weg demnach versperrt, stellt sich die Frage nach gangbaren Alternativen. Ein gelegentlich eingeschlagener Weg besteht darin, die Art und Weise rechtswissenschaftlicher Fragestellungen so zu verändern, dass Wertungs- und Entscheidungsmomente nach Möglichkeit vermieden werden. Das wissenschaftstheoretische Grundverständnis der reinen Rechtslehre von Hans Kelsen, die Rechtssoziologie von Eugen Ehrlich und die juristische Logik von Ulrich Klug sind Beispiele dafür. Gerade im Kleinen lässt sich dieser Weg verfolgen, indem man zum Beispiel die aus dem Verwaltungsrecht vertraute, aber nichtssagende Kategorie des unbestimmten Rechtsbegriffs durch präzise Kategorien der Sprachtheorie ersetzt und etwa zwischen Abstraktheit, Polysemie und Wahrheit eines Ausdrucks unterscheidet. Doch für die Rechtswissenschaft in ihrer Gesamtheit scheidet diese Lösung aus. Auch wenn man nicht glaubt, dass die Rechtsdogmatik, also die systematische Aufarbeitung und konzeptionelle Durchdringung des positiven Rechts, einschließlich der Beschäftigung mit schwierigen Rechtsfragen, Herzstück der Rechtswissenschaft ist, so prägt doch die Rechtsdogmatik ganz entscheidend das rechtswissenschaftliche Selbstverständnis, zumindest in Deutschland. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass alle Professorinnen und Professoren unserer Hochschule jedenfalls auch RechtsdogmatikerInnen sind. Schon weil mir die Rechtsdogmatik sehr lieb ist, würde ich nur ungern dafür plädieren, auf sie zu verzichten. Gibt es dann überhaupt einen Ausweg? Ich glaube schon. Er besteht darin, sich auf das Unvermögen der Rechtswissenschaft einzulassen, es zu ergründen und die Möglichkeiten und Grenzen rationaler Forschung herauszuarbeiten. Für die Rechtswissenschaft bedeutet dies, dass sie sich sehr viel intensiver als bislang der Analyse ihrer eigenen Denk- und Arbeitsweisen zuwenden muss, statt wie gewöhnlich Chimären ihres Selbst zu kritisieren oder vermeintliche Goldstandards aufzustellen. Und für die einzelne Wissenschaftlerin und den einzelnen Wissenschaftler sollte es zu einer Tugend werden, gelegentlich innezuhalten, um erstens die Relativität der eigenen Konzeption, die Begrenztheit der eigenen Vorstellungswelt und die vielfältige Bedingtheit der eigenen Überzeugungen wahrzunehmen. Sich zweitens bewusst zu werden, wie unterschiedlich verlässlich die Aussagen und Urteile der eigenen Untersuchung sind und drittens schließlich zu prüfen, ob auch alles mit rationalen Dingen zugeht. Also die Worte klar und konsistent gewählt wurden, naheliegende Einwände und Gegenkonzepte bedacht, verwandte Argumente auf ihre Tragfähigkeit untersucht und die Offenheit des rechtlichen Raumes und der eigenen Konzepte eingestellt, sowie das Ganze in das vorhandene Forschungsgespräch eingebunden wurden. Unter diesen Voraussetzungen mache ich mir keine Sorgen mehr wegen des beschränkten Vermögens der Rechtswissenschaft,
Wahres von Falschem unterscheiden zu können. So, jetzt glaube ich, ist der Moment, dass wir dann zu der eigentlichen Ehrung kommen können. Und dann könnten die Promovierten auf die Tribüne kommen, bitte. So, ich hoffe, ich habe alle Namen und Titel auf meinem Zettel, die tauchen auch gleich auf. Aber bevor wir damit anfangen, habe ich noch drei kleine Punkte. Der erste ist ein Dankeschön an Frau Astrid Paul, die hier im Saal sitzen soll. Ich habe eine Lesebrille auf, deswegen kann ich sie nicht sehen. Und ich möchte mich bei ihr, mit der ich seit vielen Jahren sehr intensiv und vertrauensvoll zusammenarbeite im Namen der Hochschule und ich glaube auch im Namen aller Promovierten der Hochschule, sehr herzlich bedanken für die ganze Arbeit, die sie in das Promotionsverfahren, in den Weg der Promovierten bis zum Ende des Promotionsverfahrens und danach, bis es am Ende dann die Urkunde gibt, in diese Tätigkeit steckt, engagiert, aufmerksam, äußerst umsichtig. Und das hat sie in all den Jahren ganz, ganz toll gemacht. Und ich finde, dafür könnten wir ihr ruhig ein bisschen Applaus spenden. Ja, das Zweite ist, dass wir schon 500 Promotionen hervorgebracht haben, eine stolze Zahl. Und das war im Oktober letzten Jahres, während der Pandemie, deswegen konnten wir das auch nicht angemessen feiern, dass Herr Kilian Wegener, der jetzt Juniorprofessor in Frankfurt an der Oder ist, die 500 Promotion fertiggestellt hat. Das ist jedenfalls irgendwie auch ein ganz stolzer oder bewegender oder interessanter Moment, je nachdem, wie man drauf schaut. Genau, das Dritte ist, weil ich das beim Vorlesen nicht irgendwie sinnvoll thematisieren kann, ist sozusagen, möchte ich hervorheben, die Arbeit von Herrn Alexander Burgteschler über das Thema die Veräußerung streitbefangener Gegenstände, eine Neubewertung auf historisch vergleichender Grundlage, denn er hat für diese Arbeit die Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft erhalten. Das ist so die super Auszeichnung, die Promotionen da in der gesamten Gesellschaft erhalten können. Und das ist also eine besonders großartige Auszeichnung, die man als junger Wissenschaftler, als junge Wissenschaftlerin für sein Promotionsvorhaben erhalten kann. Das finde ich ist ein Applaus. Gut, nun schaue ich mal, ob das irgendwie funktioniert. Jedenfalls geht es jetzt los mit Johannes Arndt, der das Thema hatte Bitcoin-Eigentum zur Notwendigkeit rechtlicher Zuweisung außerrechtlicher, außer subjektiver Vermögensposition durch subjektive Rechte. Herzlichen Glückwunsch. Dann Lotte Busch, die Zypress-Doktrin, Änderungen des Stiftungszwecks in den USA und in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Kilian Friedrich, das Gebot der zivilprozessualen Waffengleichheit. So. Annabel Guntermann, Geschäftsleiter Verantwortung bei wahrscheinlicher Insolvenz. Herzlichen Glückwunsch. Dann Lisa Hamacher, Standortauswahl für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle, der Eigenwert von Organisation und Verfahren. Herr Philipp Heller, Risikomanagementsysteme im Steuerverfahrensrecht, der Gestaltungsanspruch des Rechts gegenüber digitalen Instrumenten der Finanzbehörde zur automatisierten Bearbeitung von Steuerfällen.
Frau Annemarie Hoffmann, Lamsuli-Verfahren und Strafrecht. Herzlichen Glückwunsch. Herr Benedikt Jasper, die Besteuerung nicht verhältniswahrender Spaltung von Kapitalgesellschaften, ertragssteuerliche Fragestellungen im Rahmen des § 15 UMWStG unter besonderer Berücksichtigung der Besteuerung der Anteilseigner des übertragenen Rechtsträgers. Herzlichen Glückwunsch. Dann Frau Caroline Kretzer, die Stiftung von Todeswegen im erbrechtlichen Konfliktfall. Herr Benedikt Kruse, Anzeigepflicht für Steuergestaltung und verbindliche Auskunft nach § 89 Absatz 2 AU, die Fortentwicklung des Auskunftswesens als Chance im Kampf gegen missbräuchliche Steuergestaltung. Maximilian Münster, bestrafte Innovation, strafrechtliche Verantwortlichkeit für das Inverherbringen autonomer cyberphysischer Systeme. Dann Jonas Palme, Herr Jonas Palme, der Idealverein, Eignung für gemeinnützige Initiativen und wirtschaftliche Aktivitäten am Beispiel studentischer Unternehmensberatungen. Dann hoffentlich Alexander Rucksch. Fabian Schulze ist das. Ah, Entschuldigung. Herr Rucksch ist nicht gekommen. Das tut mir leid, aber falsche Identität habe ich Ihnen zugeschrieben. Entschuldigen Sie bitte. Herr Fabian Schulze, der Nachweis der vergaberechtlichen Eignung im Wandel, Plädoyer für eine Eignungsvermutung. Okay, zwei sind schon gegangen. Die wäre schön, wenn Sie nochmal wiederkommen. Dann stellen wir uns dazu. Vielen Dank, Christian Wumke, für diese Ehrung unserer Promovierten. Und wenn Sie nach unten gehen, werden Sie sich wahrscheinlich fragen, was nehmen Sie denn jetzt mit in dem dunkelroten Paket? Dort befindet sich die Bucerius-Uhr. Und die hängt in jedem Raum bei uns an der Bucerius Law School und wird die Promovierenden hoffentlich auch in Zukunft die richtige Zeit anzeigen. Und jetzt übergebe ich wieder an dich. Gut, ja, wir kommen jetzt zu einem zweiten Teil, nämlich dem Promotionspreis, der seit einigen Jahren vergeben wird. Rechtsanwaltskanzlei Nörl ist so freundlich, den Preis zu stiften. Und Herr Hinks, den als sozusagen Repräsentant, gleichzeitig Honorarprofessor, Kollege von mir, bitte ich auf die Bühne. Und die beiden Preisträger, denn im letzten Jahr konnten wir den Preisträger von 2020, Herrn Matjewski, nicht feiern. Und dann noch auch gleich Herrn Arndt, den Preisträger diesen Jahres. Erstmal bitte alle auf die Bühne und dann schauen wir weiter. Schlage ich vor, dass zunächst mal mein Kollege Herr Hingst ein paar Worte an Sie richtet.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute das große Vergnügen, schon zum dritten und vierten Male, zweimal an einem Tag sozusagen, den Promotionspreis der Bucerius Law School zu verleihen. Für die Kanzlei Nöhr, bei der ich in Hamburg tätig bin, ist es eine große Ehre und Freude, diesen Preis stiften zu dürfen, denn die Verbindung von Wissenschaft und Praxis ist uns ein besonderes Anliegen, ebenso auch mir persönlich. Eine Dissertation, wie vielleicht einige oder sogar viele von Ihnen, lieber Jahrgang 2020, Sie später auch einmal abfassen mögen, ist ja in mehrfacher Hinsicht eine besonders erfreuliche Leistung. Zunächst einmal und vor allem trägt ja eine vertiefte wissenschaftliche Befassung mit einem Thema, wie sie durch eine Dissertation geleistet wird, ihren Wert aufgrund des damit verbundenen Erkenntnisgewinns in sich selbst. Das ist das Hauptziel der Beschäftigung mit einem Thema im Rahmen einer Dissertation. Darüber hinaus ist es so, dass die akademische Exzellenz, die durch eine vorzügliche, insbesondere Dissertation, wie Sie beide sie vorgelegt haben, unter Beweis gestellt wird, zusammen mit einem erfolgreichen Studium natürlich eine hervorragende Grundlage für eine erfolgreiche Betätigung in jedem juristischen Beruf auf hohem Niveau mit sich bringt. Insoweit ist es mir ein großes Vergnügen, dass die Bucerius Law School in Ihnen beiden, lieber Herr Dr. Maciejewski, lieber Herr Dr. Arndt, zwei so würdige Preisträger gefunden hat, die wir heute ehren wollen, für die ich auch etwas mitgebracht habe. Und ich darf jetzt das Wort wieder übergeben an meinen Kollegen Christian Bumke für die Laudationes. Den Promotionspreis für das Jahr 2020 erhält Herr Maciejewski für seine Arbeit Nichtanwendungsgesetze, eine verfassungsrechtliche Verortung zwischen Rechtskontinuität, Gewaltenteilung, Rechtsschutz und Rückwirkungsverbot. Die Promotion wurde von meiner Kollegin Birgit Weitemeier betreut. Und dass wir offenbar ganz gut mit unserer Wahl lagen, zeigt sich vielleicht auch daran, dass seine Arbeit auch den Gerhard-Thomas-Ehrenpreis des Fachinstituts der Steuerberater für die beste steuerwissenschaftliche Monographie erhalten hat, auch für das Jahr 2020. Worum geht es in der Arbeit? Von einem Nichtanwendungsgesetz lässt sich sprechen, wenn das Parlament ein Gesetz erlässt, um es Gerichten unmöglich zu machen, der eigenen Entscheidung eine Auslegung oder Fortbildung eines Bundesgerichts zugrunde zu legen. Um es an einem Beispiel zu illustrieren, wenn der Große Senat für Strafsachen entscheidet, dass es möglich ist, auf ein Rechtsmittel zu verzichten, auch wenn dem Urteil eine Verständigung zwischen ihm und den Verfahrensbeteiligten vorausgegangen ist, dann handelt es sich dabei um eine Rechtsfortbildung bezüglich des sogenannten Deals im Strafrecht. Wenn nun der Gesetzgeber in § 302 Absatz 1 Satz 2 StPO diesen Rechtsmittelverzicht ausschließt, dann handelt es sich um ein Nichtanwendungsgesetz. So selbstverständlich Nichtanwendungsgesetze einerseits sind, können sie andererseits aber auch schwierige verfassungsrechtliche Fragen aufwerfen. Dies geschieht, sobald Nichtanwendungsgesetze Sachverhalte erfassen, die bereits vor Erlass des Gesetzes entstanden sind. Die Bürgerinnen und Bürger vertrauen in solchen Situationen auf die Rechtsprechung der Bundesgerichte und dieses Vertrauen wird dann durch das Nichtanwendungsgesetz enttäuscht. Das Steuerrecht hat seit langem und regelmäßig mit solchen rückwirkenden Nichtanwendungsgesetzen zu tun. Und so hat sich dort ein sehr umfangreiches Forschungsgespräch über den verfassungsrechtlichen Rahmen für Nichtanwendungsgesetze entwickelt, das von beträchtlicher Meinungsvielfalt und Unsicherheiten gekennzeichnet ist. Herr Maciejewski hat nun nicht einfach den Reigen der Meinung um eine weitere Position bereichert, sondern er hat in mehrfacher Hinsicht verfassungsrechtliche Grundlagenarbeit betrieben und dadurch das bisherige Forschungsgespräch auf ein deutlich höheres Niveau gehoben. Zunächst hat er die gesamte Diskussion sehr sorgfältig und umsichtig aufgearbeitet und geordnet. Und einer solchen Darstellung hat es bislang gefehlt. Er hat dann einen bekannten, aber bislang wenig konturierten Verfassungsgedanken, nämlich den rechtlicher Kontinuität, entfaltet und seine Bedeutung für die verfassungsrechtliche Beurteilung rückwirkender Nichtanwendungsgesetze erschlossen. Die Ausarbeitung setzt dabei so breit an, dass die konzeptionellen Überlegungen auch von der Verfassungsrechtswissenschaft aufgegriffen werden können. Das ist ebenfalls sehr verdienstvoll. Schließlich arbeitet Maciejewski heraus, dass sich die Beziehung zwischen Gesetzgeber und Gerichten
nicht in der hierarchischen Unterordnung der Gerichte unter das Gesetz erschöpft, sondern dass es eine gegenläufige Beziehung gibt, die dazu führt, dass der Gesetzgeber die Auslegung und Anwendung seiner Gesetze durch die Gerichte zu wahren hat. Neben dem Gedanken enttäuschten Vertrauens resultiert aus diesem Gedanken der Gewaltenteilung der entscheidende Maßstab für den Umgang mit rückwirkenden Nichtanwendungsgesetzen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Steuerrechtswissenschaft künftig an der Arbeit von Herrn Bandjewski nicht vorbeikommen wird. Darüber hinaus ergeben sich aus der Untersuchung sehr wertvolle Impulse für das Verständnis zentraler Grundsätze unserer Verfassung. Aus diesen Gründen verdient die Dissertation den Promotionspreis. Der Preis hat natürlich in erster Linie eine ideelle Komponente, aber eine finanzielle Komponente ist auch dabei. Man kann mehr als einmal gut essen gehen, glaube ich, beinahe in jedem Restaurant, wenn man nicht zu teuren Wein bestellt. Das ist immerhin 3.000 Euro. So, kommen wir zum zweiten Preisträger. Den Promotionspreis in diesem Jahr erhält Johannes Arndt für seine Arbeit Bitcoin-Eigentum zur Notwendigkeit rechtlicher Zuweisung außerrechtlicher, außersubjektiver Vermögenspositionen durch subjektive Rechte. Die Arbeit wurde von Herrn Hinks betreut, den Vorschlag eingereicht hat aber mein Kollege Matthias Jakobs, der als Zweitgutachter von der Arbeit mindestens so begeistert war wie Herr Hinks. Sein Votum beginnt mit den Worten, um das Ergebnis vorwegzunehmen, dem Verfasser ist mit seiner Dissertation über das Bitcoin-Eigentum ein großer Wurf gelungen. Worin besteht dieser Wurf? Das hat er nicht geschrieben, das ist rhetorischer Übergang. Die Arbeit betrifft ein junges Phänomen. Bitcoins als die bekannteste Form digitaler Kryptowährungen gibt es erst seit 2009. Dementsprechend sind Literatur und Rechtsprechung überschaubar und viele Rechtsfragen noch nicht umfassend aufgearbeitet worden. Die Frage, mit der sich Herr Arndt beschäftigt, ist, ob das Recht Bitcoins einer bestimmten Person zuordnet, sie also ein Recht an dem Bitcoin hat, so wie ich ein Recht an meiner Brille und mein Motorrad habe. Die herrschende Auffassung im Privatrecht lautet nun, dass die Rechtsordnung kein solches Recht an einem Bitcoin kennt. Es handelt sich um eine tatsächliche, faktische Position von beträchtlichem Vermögenswert. Google sagte mir, 37.000 Euro ist so ein Bitcoin wert, die der Einzelne mittels zweier digitaler Schlüssel einer anderen Person zur Verfügung stellen kann. Dem stellt Herr Arndt die These entgegen, dass ein Recht, und zwar ein Eigentumsrecht im Sinne des BGBs an Bitcoins besteht. Es handelt sich also um eine Thesenarbeit. Thesendissertationen stehen vor zwei großen Gefahren, nämlich erstens, dass man gegen Pappkameraden ins Feld zieht, von denen man behauptet, sie stellen die Gegenposition dar, und zweitens, man auch auf durchgreifende Einwände nicht näher zu sprechen kommt, sondern sich damit begnügt, die eigene Position darzulegen und zu meinen, schon die Originalität für sich habe einen Wert. Meist sind solche Arbeiten deshalb für eine Kennerin der Materie uninteressant. Ganz anders ist es aber hier. Der erste Teil der Arbeit widmet sich dem vorherrschenden Verständnis, das in sehr sorgfältiger und umsichtiger Weise aufgearbeitet wird. Es wird hinreichend deutlich, auf welchen Wegen die Rechtsordnung auch nach herrschender Meinung eine Person, die über einen Bitcoin verfügt, schützt und die auftretenden Rechtsprobleme löst. Die Frage ist aber am Ende, ob nicht die von Arndt aufgezeigten inhaltlichen Schwächen und konstruktiven Schwierigkeiten dafür sprechen, ein anderes Grundverständnis zu entwickeln und die Verfügung als Rechtsgeschäft über ein Eigentumsrecht an dem Bitcoin zu begreifen. Mit anderen Worten, ob es nicht möglich ist, eine leistungsfähigere und erklärungsmächtigere rechtsdogmatische Konzeption zu entwickeln. Diese Konzeption, eben seine These, wird im zweiten Teil ebenso umsichtig und sorgfältig ausbuchstabiert. Dabei kommt es nicht entscheidend darauf an, ob man am Ende seine Konzeption generell oder in jedem Detail teilt. Entscheidend ist, dass es sich um eine in sich konsistente und rechtlich wohldurchdachte Konzeption mit großer Erklärungskraft handelt. Auf diese Weise wird das gesamte privatrechtliche Nachdenken über den Umgang des Rechts mit Bitcoins auf ein neues Niveau gehoben. Im dritten Schritt geht Herr Arndt dann der Frage nach,
ob die tatsächliche Position des Bitcoin-Inhabers durch die Eigentumsgarantie des Artikel 14 Grundgesetz geschützt wird. Er bejaht diese grundrechtsdogmatisch sehr diffizile Frage unter Verweis auf die strukturellen Gemeinsamkeiten der Stellung eines Bitcoin-Inhabers mit der eines Besitzers oder Eigentümers an einer Sache. Der dritte Teil lässt sich also verfassungsrechtlich als verfassungsrechtliche Absicherung seiner rechtsdogmatischen Konstruktion lesen. Insgesamt zeichnet sich die Arbeit durch große Kreativität unter aufmerksamer Rückbindung an die bisherige rechtliche Diskussion aus. Die Arbeit setzt das Forschungsgespräch auf vorbildliche Weise fort. Wie im Fall der Arbeit von Herrn Matjewski wird auch die Privatrechtswissenschaft, so sie sich damit Bitcoins beschäftigt, nicht an der Arbeit von Herrn Arndt vorbeikommen. Aber auch Impulse für die Verfassungsrechtswissenschaft gehen von der Untersuchung aus. All das verdient einen Promotionspreis. Ja, seit dem 1. September haben wir einen neuen Kollegen in unserer Fakultät und diese akademische Feier gibt mir die Gelegenheit, ihm die Ernennungsurkunde zu überreichen. Und es ist Christopher Bisping, du kommst hier auf die Bühne. Ja, lieber Christopher, seit dem 1. September bist du unser neuer Dean für den Masterstudiengang Law and Business. Den Staffelstab hast du von Professor Cliff Larson übernommen, der diesen Studiengang seit 2006 geleitet hat. Die Leitung des MLB erfordert internationale Erfahrung und darüber verfügst du in bedeutsamem Maße. 13 Jahre hast du an englischen Universitäten gelehrt und geforscht. Das ist die Welt des Common Law, dessen Grundkenntnisse im internationalen Handelsrecht unentbehrlich sind. Dein Jahrgang von MLB-Studierenden, es sind 42, hast du ja bereits vor einem Monat mit Begeisterung und Schwung und Einfühlungsvermögen begrüßt. Wir sind davon überzeugt, dass der MLB dich fordern wird, dass er dir Spaß machen wird und du das erfolgreiche Programm, in dem wir mit der WHU Otto Beisheim School of Management kooperieren, weiterentwickeln wirst. Herzlichen Glückwunsch und good luck. Und dann darf ich den letzten Redner ankündigen. Das ist Ruben Rehr, der Präsident des Alumni-Vereins. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Professorinnen und Professoren, lieber Jahrgang 2020, auch von uns Alumni und Alumni ein herzliches Willkommen, ein Jahr zu spät, aber nicht minder herzlich, an unserer Bucerius Law School. Wir freuen uns schon ganz besonders, euch in ungefähr 950 Tagen, ganz genau habe ich es nicht ausgerechnet, euch im Verein begrüßen zu dürfen. Mir wurde in der Vorbereitung auf diese Rede gesagt, Ruben, was immer du machst, sorge dafür, dass du bis 13 Uhr durch bist. Das wird schwierig, denn der Alumni-Verein steht zwar für Innovation, das ist nichts Ungewöhnliches an einer Hochschule, die mit dem Anspruch einer Reformhochschule zu sein gegründet wurde, doch eine Zeitmaschine haben wir leider nicht. Eine Zeitmaschine wäre in der juristischen Ausbildung durchaus sinnvoll. Man denke an Hermine Granger aus der bekannten Reihe Harry Potter, die eine Zeitmaschine es ermöglichte, dass sie mehrere Lehrveranstaltungen parallel besucht. Der Alumni-Verein muss sich aber auf die Förderung eher bodenständigerer Projekte beschränken. Für visuelle Effekte sorgen wir auch. So haben wir in der Vergangenheit ein Videostudio der Hochschule eingerichtet, ein Mooting Center, und wir haben ein neues großes Projekt in der Hochschule identifiziert. Das ist
wirklich wert ist, gefördert zu werden. Zwei Alumni von uns, Sven Störmann und Alexander Ulmer, arbeiten an einem digitalen Skript und leisten damit einen ganz großartigen Beitrag zur Digitalisierung der Lehre. Und diesem Unterfangen möchte der Alumni-Verein unter die Arme greifen und wir haben deswegen hier einen leicht überdimensionierten Scheck in Höhe von 20.000 Euro für dieses Projekt, das ich hier der Präsidentin stellvertretend für Sven Störmann, der hinten in der Regie sitzt, überreichen darf. Es war schon angekündigt, deswegen blieb ich hier stehen. Ein großartiger Beitrag zu einem großartigen Projekt. Und Sven und Alexander, wir machen weiter. Lieber Jahrgang 2020, euch wundervolle Jahre auf unserem Campus, eine herausragende Zeit und dann bis bald im Verein. Tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Ruben, auch von meiner Seite. Das ist wirklich ein Projekt, was uns allen wahnsinnig wichtig ist und was schon viele Jahre auch schon von Alexander Ulmer und Sven Störmann vorgedacht wurde und jetzt seit einem Jahr in die Umsetzung kommt. Und übrigens auch mit der großzügigen Anschubfinanzierung der Klausen-Simon-Stiftung. Herr Kleinschmidt ist hier im Raum. Wir sind jetzt beinahe am Ende, aber bevor wir uns gleich auf dem Campus treffen, möchte ich noch ein paar Worte des Dankes aussprechen. Zum einen mal möchte ich dem Studierendensekretariat danken, denn sie organisieren nicht nur das Auswahlverfahren, sondern auch ihr gesamtes Studium. Sie wissen, wo sie dort immer hingehen müssen, wenn sie eine Frage haben, wie der nächste Schritt in ihrem Studium ist. Stellvertretend dafür möchte ich gerne Maja Lohse und Katja Trentschel auf die Bühne bitten. Und Sie erhalten von mir jetzt zwei Gutscheine und von Ihnen noch einen kräftigen Applaus. Danke. Und der nächste Dank geht an das Team, das diese Veranstaltung ermöglicht. Denn Sie können sich vorstellen, dass das in ganz vielen Händen liegt. Und deswegen möchte ich besonders dem Videoteam danken. Sven Störmann, Yannick Matern, Laura Dinse und Lars Ippich, die unseren Livestream ermöglichen. Dann Lauritz Gerlach, der das Ticketing sehr professionell umgesetzt hat. Und zwar ist das nicht so ganz trivial, was wir uns da als Schnittstelle der Leishalle zur Verfügung gestellt wird. Einen kräftigen Applaus. Martin Meyer ist nicht nur unser Experte für Ton- und Bühnentechnik, sondern er hat auch in den letzten 18 Monaten sehr viel an unseren Hygienekonzepten geschraubt und ist immer wieder mein Ansprechpartner gewesen, wenn es darum ging, können wir das eigentlich machen oder eher nicht. Also ganz vielen Dank, lieber Martin. Dann einen herzlichen Dank an Birte Schulze, die heute immer wieder zugegriffen hat und auch sonst in der Vorbereitung uns für diese Veranstaltung, aber auch im Büro der Hochschulleitung unterstützt. Applaus
und außerdem ein Dank an Miriam Jobst, die für unsere Bucerius Event arbeitet, damit ganz viele Events auf unserem Campus ausrichtet und auch den nächsten Teil für Sie vorbereitet hat. Ganz vielen Dank. Das allergrößte Dankeschön gilt aber heute in besonderem Maße Susanne Algermissen. Die hat nämlich alles auf die Beine gestellt, mit unerschütterlichem Einsatzwillen diese Feier, zweimal geplant. Eigentlich hat sie 10-mal geplant, weil wir so viele verschiedene Varianten hatten. Und deswegen sind wir sehr, sehr dankbar, dass sie das alles durchgestanden hat bis heute. Danach hast du dir ganz viel Urlaub verdient. Ja, jetzt sind wir am Ende. Die Studierenden des neuen Jahrgangs bitte ich zunächst noch auf ihren Plätzen sitzen zu bleiben. Wir möchten im Anschluss noch ein Gruppenfoto mit Ihnen machen. Das hat Tradition und Sie treffen sich im Studio E. Im Studio E im Erdgeschoss. Dort treffen Sie sich gleich. Und Sie, liebe Eltern, liebe Gäste, darf ich nun sehr herzlich zu einem kleinen Spaziergang an die Law School einladen. Lernen Sie dort unseren Campus kennen und erfreuen Sie sich am Catering-Angebot unseres Studierendenwerks. Das Catering ist übrigens rein vegetarisch. Und wie ich finde, auch sehr schmackhaft. Viele unserer Studierenden sind durch Fridays for Future geprägt und essen sowieso vegan und vegetarisch. Und wir als Hochschulleitung haben uns entschlossen, unsere Veranstaltung auf diese Weise auszurichten. Nicht dogmatisch, wenn wir grillen, dann ist mir als Nürnberger auch sehr wichtig, dass da eine ordentliche Bratwurst auf den Grill kommt. Aber wir denken, dass wir bei solchen Veranstaltungen auch ein kleines Statement für das Klima dann machen können. Und ich hoffe, Sie lassen sich da auch mit Freude drauf ein. Genießen Sie den Tag auf unserem Campus mit uns. Ich freue mich, einige von Ihnen im Laufe des Tages kennenzulernen. Vielen Dank.